Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Conqueror's Blade bzw. Schlacht. Ich gehe in die Schlacht mit meine Paladine. Ich werde die Sergeants mit Spear mitnehmen und ich werde die Elite-Nahkampf-Bogenschützen mitnehmen, die ja Blutung verursachen. Es gibt ein neues Design, es gibt ein neues Update. Und ja, ich hoffe, dass wir in dieser Runde Spaß haben. Ich habe diese Woche den Kurzbogen geskillt. Der Kurzbogen ist auch ein Supporter, so wie der Musketenboy. Er stunt die Leute. Also wir können die Leute im Stun halten und immer umschmeißen und umwerfen. Aber das sieht er jetzt gleich im Spiel. Ich hoffe, dass ich ein gutes Team habe. Denn der Kurzbogenspieler ist wirklich auf ein gutes Team angewiesen. Und wie gesagt, wir schauen mal, ob wir hier was reißen können als Bogenschütze oder eben nicht. Und ja, ich freue mich darauf, eine weitere Partie euch zeigen zu können von diesem super tollen Spiel Conqueror's Blade, das immer noch kostenlos ist. Und wenn ihr Bock habt, dann ladet es euch bei Steam runter und testet es selber mal aus. Wir sind im Verteidigermodus. So, und sollen verteidigen. Dann geht es jetzt hier einmal hoch und dann gucken wir mal. Na, ich lasse die mal da stehen. Da ist schon einer da in der. Nee, da ist noch keiner. Okay, dann geh ich da jetzt ran. Dann gucken wir mal, wen wir aus dem Leben kloppen können. Haben wir hier einen, den wir aus dem Leben kloppen können oder eher nicht so? Mal gucken da hinten. Ein bisschen zu hoch. Wo haben wir einen Gegner? Haben wir irgendwo? Da hinten ist ein Gegner. Okay, die Höhe passt. Ah, ein bisschen zu hoch noch. Guck mal, da läuft einer da unten. Schade. Ja, da haben die den schon weggemacht. So, wir haben ja nichts, wo wir drauf schießen können gerade im Moment. Das ist ein bisschen traurig. Aber es läuft doch recht gut. Oh, der freut sich. 15.000 in dem sein Face. Zack, dann geht er direkt wieder ran. Das ist ja schon mal gut. Zack, da kriegt er den nächsten. Na, der stand hinter der Kiste. Ein klein bisschen höher. Dann hat er mich getroffen. Aber egal. So, dann schauen wir mal. Die scheinen unten anzugreifen. Und jetzt stunnen wir den mal. Zack. Und jetzt. Und wieder. Und jetzt kriegen wir den. Zack. Und einen Kill. Sehr gut. Dann mal hier hinsetzen. Die Lutschis. Ja, ihr verliert gegen Bogenschützen, ne? Das wisst ihr, ne? Zack. Oh, warum stand der jetzt? So, jetzt pass auf. Zack. Ja. So, da kommen die wieder raus. Zack, hier zurück. So, jetzt haben wir ihn aber. Na, guck mal, jetzt über den runterballern. Da haben wir ihn. Und der nächste da oben, der kriegt jetzt nur Headies. Da haut er schon direkt ab, der ist schon weg. Holen wir uns mal da hinten hin.
Marvel schießt denn auf uns? Welcher Dulli? Ah, schade, den hätte ich gerne da runtergeschmissen. Ja, dann kommt mal her, ihr Hunde. Dann geht er nämlich direkt down. Ja, dann kommt mal her. Und zwar, guck mal, da steht der Nächste. So, dann haben wir den gekackt. Das ist ja nämlich schon halb down. Aber ich werde jetzt gerusht hier. Weg da, das ist nicht meine Baustelle. Ich schieße schön von hier hinten drauf. Und seht ihr das, wie ich den runtermaltetiere? Der kotzt gleich. Immer schön draufhalten. Ich, immer kleine Stiche von uns. Ja, der haut schon ab. Komm, mach doch. Mann, lauf mir doch nicht immer vor der Linse, Mann. Ich krieg den noch. Jetzt gleich haben wir den. Der merkt nichts, der Typ. Mann, geht doch weg. Ja, wir sollten mal hier weg. In Zeilen. Mann, das kann doch nicht sein. So, weg mit dir. Sehr gut. Muss mich mal heilen, ja. Noch vernünftig mich mal hochheilen kann. Das geht so nicht. So, dann nehmen wir die nächsten. So, komm, lass mich heilen, ja? Also, mit A scheinen die Schwierigkeiten zu haben. Wir werden es sehen. Archers, stand ready. Setz ich mal meine dahin, in der Hoffnung, dass die da was treffen, ne? So. Und dann schießen die schon los. Meet your doom!
So, und also down. Seine ganzen Einheiten kommen ballert, hat er hier. Sollte ein bisschen aufpassen, ja. Da kommen die nächsten. Der ist auch gejinxt. Er ist auch gedingst. Da haben wir ihn auch. Sehr gut. Oh, da kommen jetzt viele. Verdammt. Er ist auch wieder gejinxt. Ja, komm, hau ab. Tot wieder. Und mal direkt hier uns verstecken. So, komm, schießen meine Leute. Ja, die schießen, ne? Aber wir sollten hier weg. Das hat keinen Zweck mehr. So, hier hin mit den Jungs. Und direkt weg. Wir werden jetzt auf jeden Fall Dings machen. Komm weg mit denen. Zack, hier hin. Naja, die bauen da hinten was auf. Den hat aufgebaut, dann hauen wir auch ab. Die ballern nämlich unsere Einheiten kaputt. Dann lassen wir die jetzt mal hier schnell neue aufmunitionieren. Neue Munition schnell. Und hoch rein, sehr gut. Und die Frage ist, von wo kommen die jetzt? Von da, ne? Gucken wir mal, dass wir uns hier hinstellen. Dann schießt mal los, meine Freunde. Jetzt guck mal, wie die hinten bluten die ganze Zeit. Ah, seht ihr das? Die ganzen Blutungen. Aber hier sind wir useless. Hier sind wir tatsächlich useless. Hör kurz mal hier hin. Beziehungsweise hier. Na, schwierig. Guck mal her, stellen wir uns hier hin. So. Und dann feuert mal da rein, meine kleinen Freunde. Jetzt seht ihr, wie die da bluten. Seht ihr das? So, komm mal weg da. Gehen wir mal hier hinter. So. Na, kommt mal her, wir gehen mal eben schnell hier noch neu aufladen. Munition auftanken und dann sind wir wieder ready. Oh, Munition ist voll. So. Und dann schauen wir mal.
Schleuse! Archers, stand ready! Die Bogenschützen sind jetzt hier eigentlich nicht so used. Also, die sind used, das meine ich. Die sind jetzt nicht so, als könnte man die hier gebrauchen. Aber da hinten kommen wieder welche. Dann können wir die jetzt wieder direkt ein bisschen anzündeln. Muss halt aufpassen, dass die nicht von hinten kommen, ne? Down. Ah, jetzt kommt der von hinten, das meinte ich, ne? Die stehen alle hier und meine Einheiten, die sind jetzt down. Das war jetzt nicht so cool. Ja, gucken wir mal. Feuer! Feuer! Da unten ist er. Na komm, dann spielt mal ruhig hier hin, ihr geht sowieso down. Ich muss nur mal gucken, dass einer jetzt auf die Nase fällt. Er zum Beispiel, dann ist der nämlich jetzt weg, sehr gut. Mal weg hier. Die Pferde konnten auch nicht wirklich viel reißen. So kommt meine kleinen Soldaten kämpfen. Und da bist du auch weg. Sehr gut. Und da haben wir schon gewonnen. Das war doch mal eine klasse Runde. Oh, wir sind sogar S. Es gibt ein neues, eine neue Übersicht. Seht ihr das? Was man alles so getan hat, was man geleistet hat. Wir sind jetzt Kategorie S hier. Also S ist das Höchste, was man erreichen kann. Und ja, die haben wirklich nicht viel zusammen gegen uns auszusetzen. Aber... was haben wir denn alles bekommen? Kameradschaft. Erhalte 15 Assist-Kills. Dann haben wir, das hier sehen wir das eigentlich besser, ne? Also wir haben 16 Assist gemacht hier. Wir haben 3 Leute selber gekillt. Keiner gestorben. Und 62 Soldaten haben wir getötet. Nicht allzu viel. Also wie gesagt, der Bogenschütze ist natürlich, also der Kurzbogenschütze, es gibt noch einen langen Bogen, ist natürlich ein Supporter. Und ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick gesehen. Vielleicht machen wir nochmal eine Runde auf 2 mit dem Kurzbogen. Aber ihr könnt selber entscheiden, ob ihr lieber die Muskete nehmt oder halt... oh, guck mal hier, wir haben sogar hier eine neue Dings freigeschaltet. Und ich glaube, wir haben die Alchemisten, ne? Okay. Escape für überspringen, ja, will ich überspringen. Also, wir können jetzt heilen mit den Dingern, das sind die neuen Einheiten, aber ich finde die nicht so toll, also die möchte ich auch nicht wirklich spielen. Ne? Wir werden die uns jetzt freischalten, keine Frage, aber ich finde die jetzt nicht so genial. Und eine Quest haben wir wieder abgeschlossen. Zack, und dann gucken wir mal, was wir bekommen haben. Unsere Units sind auch wieder aufgestiegen.
So, zurück. Hier haben wir noch irgendetwas. Hier haben wir eine neue Flagge bekommen. Sehr gut. So. War es das? Nein. Nochmal U. Hier fehlt noch irgendwas. Also dieses neue Design gefällt mir jetzt wesentlich besser, da ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Present arms. Aber auch nicht das, was ich so bräuchte oder brauche. Da kommen wir später zu. Ich hatte gesehen, die Paladine waren jetzt I Elite. serve the order. So. Die könnten wir jetzt noch einmal upgraden. Die können jetzt noch zweimal abgegradet werden. Hier unten haben wir sie voll. Dann machen wir hier oben jetzt weiter. So, jedes Level erhöht die Parade um 40. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben jetzt noch zwei Level, dann haben wir die durch, ne? Dann sind die wirklich You're fertig. here Und to wir brauchen serve noch the king. einmal hier eine Doktrin. Beziehungsweise, nee, warte, die sind da schon fertig. Was erzähle ich denn jetzt? Wo waren sie? Hier In the waren name sie. of the king. Noch zwei Level, seht ihr das? Wir können die mal neuen Rüstungen geben. Und dann sind die, wie gesagt, fertig. Und dann können wir andere Einheiten widmen. Dann machen wir die weiter fertig oder die hier weiter fertig. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und sehen uns in einer der weiteren Folgen von Conqueror's Blade. Tschüss, ciao und bye bye.